Das ADAC GT Masters ist zu Gast am Nürburgring. Michael Ammermüller grüßt von der Pole. Der Bayer teilt sich das Cockpit mit Christian Engelhardt. Tabellenführer Maro Engel gemeinsam mit Luca Stolz im besten Mercedes auf 2. Dahinter das Porsche-Duo Klaus Bachler und Simona de Silvestro. Und damit geht's rein ins dritte Saisonrennen. Gleich ein guter Spurt von Porsche. Klaus Bachler versucht innen gegen den Polesetter zu gehen, bleibt aber auf dem dritten Platz. Noch einmal aus der Onboard-Perspektive. Bachlers Porsche hat guten Speed, sucht die Lücke innen, kommt aber nicht durch. Anschließend drei Kurven Parallelflug im Kampf um Platz 3. Marvin Dienst attackiert Klaus Bachler und macht Druck, kann aber nicht den entscheidenden Punch setzen. Vorne setzt sich Michael Ammermüller derweil schnell etwas ab, gefolgt von Maro Engel. Mehrere Überholmanöver in der weiteren Rennphase. Patrick Niederhauser im Audi zieht hier vorbei an Franck Pereira auf Platz 6 und auch Maximilian Paul geht mit einem schönen Move auf Rang 10. Robert Renauer hat das Nachsehen. Die Reihenfolge nach den Boxenstops. Christian Engelhardt jetzt für Ammermüller, im Porsche führend vor Luca Stolz im Mercedes. Dahinter erstmal lange nichts. Simona de Silvestro und Dorian Boccolacci folgen auf 3 und 4. Eine gute Viertelstunde vor Rennende macht Henrik von Danwitz einen spektakulären Abflug. Die Folge, das Safety Car muss raus und das Feld rückt doch noch einmal ganz eng zusammen. Engelhardt und Stolz waren dem Rest eigentlich bereits weit enteilt. Jetzt wird's nochmal richtig spannend. Engelhardt behält beim Restart die Nerven, doch dahinter wird's knifflig. Sowohl der Lambo als auch Kelvin van der Linde im Audi ziehen vorbei auf Platz 4 und 5. Knallhartes Racing am Nürburgring. Kurz vor Schluss. Simona de Silvestro auf Rang 3, fährt weit in und ist im Sandwich zwischen Costa Balboa und van der Linde. Van der Linde profitiert bei diesem packenden Dreikampf am meisten und fährt 2 Plätze vor aufs Podium. Start-Zielsieg für Christian Engelhardt und Michael Ammermüller. Luca Stolz und Maro Engel werden Zweite. Van der Linde und Niederhauser auf Rang 3.